Im Vordergrund wird stehen ein Mensch, der sich mit der Interpretation seines Lebens konfrontieren muss. Ich werde sie Sabbat nennen, wenn ich darf. Darf ich? Sabbat? Ja. Wieso nennst du sie eigentlich Sabbat? Wieso, du Elisabeth? Elisabeth ist ein unmöglicher Name. Man spürt sehr stark, dass Frisch immer wieder Hinweise innerhalb dieses Berichts gegeben hat, dass Walter Faber falsch liegt, dass er das nicht wahrhaben will, dass er an seiner Interpretation seines Lebens klammert. Ich rechne nochmal nach. Wann hat sie mir gesagt, dass sie schwanger ist? Wann war die Abreise nach Bagdad? Wann wurde Sabit geboren? Was hast du mit dem Mädchen gehabt? Sag es. Ja oder nein? Sie hat mir geschrieben, dass ihr ein älterer Herr auf dem Schiff einen Heiratsantrag gemacht hat, kurz vor Le Havre. Oh, Walter, ich wusste es. Sie wollten mir doch mal den Maschinenraum zeigen. Sie waren mit anderen Dingen beschäftigt. Das ist für mich das Faszinierende daran, dass man die Geschichte, die man sich für sich selber erfunden hat, für sein eigenes Leben, überprüfen muss und auch klar drauf gucken muss, dass das eine Geschichte ist. Ist vielleicht ein bisschen zu intellektuell, die Frau Pieper. Nö, glaube ich nicht. Landsberg, sie ist Landsberg, sie hat ihr Mädchennamen wieder angenommen. Dass Elisabeth Pieper heißt. Wirklich? Die Tochter von Hannah Landsberg ist. Mama, die kann das hier noch studieren, das ist ja Wahnsinn. Ich bin kein Hellseher. Wahnsinn! Wie hätte ich das wissen sollen? Wie war sie denn, Mama, als